Ermittler haben Büros von CSU-Vizefraktionschef Georg Nüßlein durchsucht. Es geht um den Verdacht der Bestechlichkeit. In insgesamt 13 Objekte seien nach Beweismitteln gesucht worden, so die Generalstaatsanwaltschaft. Der Politiker soll sich, so der Anfangsverdacht, bei Verträgen mit einem Atemschutzmaskenhersteller bereichert haben. Es werde gegen zwei Beschuldigte ermittelt. Der Bundestag hatte zuvor einstimmig die Immunität von Nüßlein aufgehoben, um damit den Weg für die Durchsuchungen freizumachen. Schauen wir direkt in den Bundestag zu Lena Mosel, zu diesem Fall Nüßlein. Was kannst du uns noch dazu sagen? Also offiziell bestätigt ist da von Seiten der CSU etwa nichts. Da hat man sich auf unsere Anfrage hin bislang noch nicht geäußert. Da müssen wir uns also noch gedulden. Es steht ja der Vorwurf im Raum, dass Georg Nüßlein sich hier 600.000 Euro in die eigene Tasche gesteckt haben soll und dafür einen Maskenhersteller der Bundesregierung und der Landesregierung der Bayerischen empfohlen ans Herz gelegt haben soll. Diese Durchsuchungen, ich konnte mich mit einem Kollegen gerade noch unterhalten, der hat heute Morgen auch selbst gesehen, wie Polizeibeamte in das Abgeordnetenbüro von Georg Nüßlein gegangen sind. Und Georg Nüßlein war da auch wohl noch vor Ort. Er hat ihn darauf angesprochen und da sagte er wohl nur keinen Kommentar. Er müsse jetzt selbst erst einmal schauen, was hier los sei. Georg Nüßlein hätte sich auch heute äußern sollen bei der Debatte rund um die Schnelltests, denn er ist ja auch im Gesundheitsausschuss Mitglied. Und da hat er dann nicht gesprochen. Er wurde von einem Kollegen aus der CSU hier vertreten. Offizielle Äußerungen seinerseits gibt es also noch nicht. Sollte sich das Ganze bewahrheiten, wäre das natürlich ein schwerer Schlag, auch für das Vertrauen in die Regierung, gerade hier in dieser Corona-Pandemie. Also diese Meldungen heute könnten tatsächlich da eine große Tragweite entwickeln, nicht nur für Georg Nüßlein persönlich.